Ja, und damit willkommen zu Train Sim World 4. Wir sind heute wieder auf der Maintalbahn unterwegs, hier in Miltenberg. Und wir werden, hier der Zug ist schon abfahrbereit, wir werden jetzt einen kleinen Weihnachtszug fahren bis zu den Gelangstoffwerken. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde das direkt so machen, dass ihr das auch sehen könnt, wie ich die Züge zusammenstelle im freien Spiel. Ja. 012104 ist von mir erstellt, 180 ist aus dem Creators Club, da weiß ich jetzt allerdings leider nicht mehr von wem. Ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Repaint. Ja. Ich zeige euch mal, wie ich die Züge hier zusammenstelle. Das ist jetzt dann die dritte Aufnahme, wo man nämlich schon ein bisschen probiert hat, so er haut ab. Ich hoffe jetzt trotzdem, dass er sagt, ja, ist okay. So, da stehen dann ja jetzt die Sirus. Ah ne, 110er waren das ja gar nicht. Das waren ja die hier. Ups, da wollte ich jetzt nicht drauf. Unbedingt. Ja, hier ist natürlich wieder, weil dieser blöde Desiro da steht, ne? Dass er mir jetzt wieder sagen will, oh, funktioniert gar nicht. Okay, 110er. Mit beladen. Er haut ab, okay. 110 beladen. Ich hoffe, es klappt bis hierhin. Möchte er natürlich nicht. Ich hasse dich. Ich will ihn jetzt aber auch nicht löschen. Gut, dann machen wir es ganz klassisch. Wenn das nicht hilft. Steht jetzt der Desiro, deswegen funktioniert das jetzt gerade nicht. Machen wir es anders. Wir haben ja den God Mode. BN, ne? Dann hier hin. Linke Rheinstrecke haben wir hier. Zusammengekoppelt haben wir den. Das piept, hat mich ein bisschen erschrocken. So, dann fehlen zwei Wagen noch. Nein, jetzt habe ich mich wieder. Das ist das Gewohnheit gewesen. Oh. Er ist zusammengekuppelt. Hoffe ich jetzt. Mann, ich darf doch nicht wahr sein. Ist er jetzt genauso? Sehr schön, dann kann man die Züge so nämlich noch entfernen. Linke Rheinstrecke. So. Auch dran. So. Dann lassen wir die Leute mal hier schon mal einsteigen. Komm, mach auf. Wieso bin ich jetzt hier reingegangen? So. Licht machen wir aus. Brauchen wir hier nämlich nicht. So, hier ist alles zusammengekoppelt. Dann kommen wir hier zur 01. Schön im Abend. Die Dunkelheit schon. Das ist auch wieder sehr, sehr schick passt dann jetzt nämlich. Da macht das jetzt auch ein bisschen Sinn mit Weihnachtsmarkt und sowas. Dann einmal hier rauf.
So, dann habe ich eigentlich gesagt, ich will hier kein Licht an, haben wir gleich. So, einmal kurz A getippt, mal sehen. Kommen wir in Schleudern, kommen wir nicht? Nein, kommen wir nicht. Dann Kuppel an. So, und alles ist gut. So, dann setzen wir uns hier die rote hin. Wir wollen nämlich hier rüber zu den Glanzstoffwerken. Na? Noch nicht. Also jetzt nochmal über Signal fahren, ja, dann höre ich auf. So, wir haben freie Fahrt. So, okay. Das wäre natürlich wieder kleine andere Sache, die mir einfällt. Wieder das kleine Gimmick. So mein Markenzeichen irgendwie oder sowas. So. Und dann langsam Richtung Glanzstoffwerke fahren. Dann jetzt selbst nach. Die Leute konnten alle einsteigen. Wenn nicht, haben sie Pech gehabt. Auch nur maximal 100 fahren, weil der der Rote hier vor uns auf jeden Fall, der kann leider nur 100 fahren. Da müssen wir dann halt auch drauf verzichten. Auf 120. Das ist schön, dass wir die Tür hier aufmachen. Ich, ganz ehrlich, die macht mehr Licht. Aber gut. So. Ja, komm, lassen wir so. Hier ist auch Licht an, das ist wunderbar. Ja, der Steuerwagen hat jetzt den Hintergrund einfach, dass der Steuerwagen anscheinend die Stromquelle ist und gar nicht die E-Lok. Und wir das jetzt so machen, dass in dem Geschenk, dass Geschenke jetzt in diesem Wagen vor uns sind und die anderen können dann halt im Steuerwagen weg, also hier die Räder mitnehmen oder alles andere. Ich meine, Fahrräder. Jahreszeit wird jetzt keiner fahren, aber naja, wir müssen ja was haben, um so eine Geschichte zu erzählen. Wir fahren jetzt auch Richtung Glanzstoffwerke. Da ist jetzt ein Weihnachtsfest, die laden da alle ein. Das ist so ähnlich wie Tag der offenen Tür. Und in Miltenberg ist ein Weihnachtsmarkt. Und wir pendeln jetzt mit den Leuten da ständig hin und her. Radschlupf fahren oder nicht. Ich meine, 100 km/h sind um die 60 Meilen. Ja.
dass wir hier nichts sehen können. Trotzdem mal. Obwohl, nein. Macht jetzt wenig Sinn. Ungefähr 60 Meilen. Dann diese 100 km/h. Ist ein etwas außergewöhnlicher Sonderzug, weil eine 01 von einem Museumszug, der gerade mal 100 fahren kann. Ja, würde ich mir halt auch verarscht bekommen. Aber gut. Ist halt jetzt fürs Spiel.
Ah, okay, siehst du. Das ist eigentlich das, was ich verhindern wollte, dass wir zum Stillstand kommen. Wie ich das jetzt sehe, ist. Ja, hier sind wir schon über dem Bahnübergang. Okay, wir sind über dem Bahnübergang. Wir dürfen jetzt hier aufs Gleis fahren, während wir ihn hier dann ja theoretisch durchlassen. Klingenberg ein. Lassen den anderen Zug dann mal durch. Wir wollen jetzt auch nicht unbedingt den Fahrplan hier durcheinander bringen von denen. Hier mal ganz sachte ein. Haben wir sowas wie ein Foto halt. Ist ja egal. Ach, guck mal. So, haben wir ein Foto halt. Sichtfeld. Dann hoffe ich jetzt mal, dass er auch mal in die Pötte kommt, weil so richtig Bock habe ich. Ah, okay. Gut, 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 gut. So langsam hat das. Okay. Werde ich mich aber schon mal bereit machen und mich Richtung Glanzstoffwerke hier bereit machen. Dass er mir gleich nichts kann. Sondern dass er dann sagt, okay. Jetzt Richtung Glanzstoffwerke. Aschaffenburg um halb.
So, und dann kommt der ganze Zug zurück. Ja, okay, man hätte vielleicht auch das Szenario ein bisschen anders machen können. Ich wollte es eigentlich so machen, dass... Also ich hätte jetzt natürlich auch von den Glanzstoffwerken aus nach Miltenberg fahren können, aber ich wollte halt von Miltenberg aus zu den Glanzstoffwerken durchfahren, dort einen Lok, also Lok ans andere Ende bringen und dann mit allen unterwegs halten, zurück nach Miltenberg. Aber da schauen wir mal auf die Zeit, damit das sonst auch ein bisschen zu spät ist. Zumindest wenn ich jetzt nicht weiß, wie lange wir dafür brauchen. Wir können ja mal aussteigen. Tut keinem weh. Ich würde niemals die Lok so ungesichert da lassen. Erstmal hier schön noch säubert, ne? Schauen wir mal, wie lange das Szenario dauert, dann überlege ich mir das noch. Und vor allem, weil ich auch nicht über 30.000 rote Signale brettern möchte, so wie ich die Kunst ja dafür habe. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Das ist nur eine Dingsbumssäule. So, Tag Leute, auch wenn keiner hier ist. Okay, gut. Dann hier nicht. Ja, mit grün. Ich würde ja gern Silberlinge nehmen oder vielleicht die anderen. Diese komplett grün. Die gab es ja auch in komplett grün. Ja, ich weiß noch nicht, wie man die spawnt. Also mit dem God Mode, dass die Lackierung da ist. Deswegen nehmen wir uns jetzt hier die Mintgrün. Erstmal. Damit müssen wir zufrieden sein, ist halt so. Das dauert lange, bis der noch kommt. Aber bis er hier ist. Ich hoffe, damit kriegen wir auch direkt die Abfahrt, sobald der hier drin ist. Weil länger möchte ich dann jetzt auch nicht mehr warten. Lassen wir mal. Klauenkupplung. Na gut, jetzt haben wir hier sowas wie ein Foto halt, also wir müssen warten. Angegeben ist trotzdem nichts, dass wir da irgendwie anhalten und Türchen aufmachen. Sieht jetzt keiner. Es hat aufgehört zu schneien, merke ich gerade. Dynamisches Wetter. Aber gut, der Schnee ist auch ganz schön hoch. Dafür, dass leichter Schneefall ist, ist es ganz schön hoch. Wie die Augen sich auch an das Licht erstmal gewöhnen müssen, ist auch total cool. Da ist auch noch ein Halt. Ernsthaft? So, komm, wir machen Folgendes. Wir bleiben noch mal draußen, weil dann kommt er ja gleich.
Da kommt schon der andere, der in 5 Minuten hier halten soll. Super. Fahr mal wieder los und komm so schnell es geht hierher, dass ich weiterfahren kann. So eine 01 jetzt hier vor so einem Museumszug ist halt, naja, wäre halt nichts anderes. Das Problem ist halt, mit den anderen Loks kannst du es nicht machen, weil die halt diese andere Bremsart haben. Kannst du sowas nicht machen. Ich bin gespannt, wir haben die Bremse gelöst. Der D-Zero fährt ein. Eigentlich müsste ich ja dann jetzt... Eigentlich müsste ich ja jetzt ab hier, ja. Hier so ein paar schöne Fotos, je nachdem wie es mit dem Licht hier auch fällt. Das ist schön. Hier nochmal. Sandstreuer die ganze Zeit drin ist auch wunderbar. Irgendwie ist das ätzend mit diesem blöden... Müssen wir denn dann nicht eigentlich sogar so sein? Mich doch nicht, ey komm, also das ist doch jetzt wohl nicht so schwer. Geht doch.
wartet, warum auch immer noch. Okay, ich weiß, wartet. Weiß ja, warum er wartet. Er wartet ja darauf, dass er hier rein kann. Sogar will. Also wenn wir Gleis 3, 1 haben, haben wir ein Problem. Ich würde gerne Route entfernen, Route setzen und dann vielleicht das Gleis hier nehmen. Brennstoffwerken sind wir schon vorbei. Bei 50 ist immer noch zu viel. Okay. Ach stimmt, 50 sind um die 30, ne? Bis die Bremse und gut ist. Ich wusste nicht, dass der jetzt so extrem einbremst. Ich habe vergessen, dass wir auch den Sander wieder drin haben. Das ist unglaublich.
So. Dann haben wir Route entfernt. Da angekommen sind wir ja. Route setzen geht ja jetzt nicht, weil ich gerade ausgestiegen bin. So, dann. Ausnahmsweise hier an, weil ich nicht weiß, ob Gleis 1 genutzt wird von einem D-Zero. All den müssen wir ja erstmal abwarten, dass wir dann auch wieder fahren können. Könnten wir, glaube ich, auch tatsächlich in die Kehranlage, wenn es jetzt hart auf hart kommen würde. Dann Route setzen. Bitte achten Sie auf die Markierung am Bahnsteigrand. Ja, da sind wir wieder zurück zu Trainsim World. Ja, das Spiel ist einfach abgestürzt und dadurch, dass ich ja nichts Halbes und nichts Ganzes hochlade, machen wir das dann jetzt nochmal mit der Fahrt. Also. Wir wollen eine Route setzen, ungefähr hierhin. So, jetzt möchte ich wieder brechen, wenn ich es richtig gesehen habe. So. So, natürlich fahren wir dann setzen dann nochmal um. Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen früher als eigentlich gerade. Also ich hätte doch die 5 Minuten bis 35 nehmen können. Ist jetzt egal, weil ich jetzt nicht wusste, wie schnell das geht mit dem Aufbau. Aber gut, dann machen wir das dann jetzt nochmal. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, bis der D-Zero kommt. Jetzt nochmal und kuppeln dann einmal auf der anderen Seite an. Wir fahren dann natürlich auch wieder
aus. So. So. Das Licht wollten wir mal an. So, warum auch immer der gerade abgestürzt ist, keine Ahnung. Aber wir machen das dann nochmal. Dann ist das wie so eine Art Zweiteiler. So, in der Hoffnung, dass es dann jetzt auch funktioniert und er mir jetzt hier nichts anzeigt. Ungefähr bis hierhin. Ja. Wir machen Folgendes. Wir setzen hier wäre es nicht sogar möglich, das bis hierhin nur zu setzen. Oder ich mache Folgendes. Eigentlich müsste er sich ja jetzt so langsam bewegen. Dass wir das hier rausbekommen. Licht habe ich jetzt gar nicht ausgeschaltet. Ja, okay. Thema Dinge, die mich stören. Wenn Train Symbols sagt, nö, mache ich nicht, obwohl du einen Befehl bekommen hast. Den jetzt spawnen, ist das der normale Flying Scotsman, oder? Nicht. Okay. Na komm. Erstmal fahren wir bis hier hin. Ich habe es tatsächlich von Gleis 3 aus nie gemacht. Ich habe es immer vom Bahnsteig 1 aus gemacht. Bis jetzt. Und da hat es so funktioniert. Deswegen wundert mich das jetzt eigentlich, dass es jetzt nicht funktioniert, aber. Vielleicht war ich auch zu weit weg. Kann ja auch sein. Ja, mit 38 kommt aber ungefähr hin. Machen wir mit, wir machen wir schalten hier gleich noch das Licht aus. Oder er will mir die Route nicht geben, weil halt der D-Zero auf dem Weg ist.
Eigentlich sehe ich jetzt gar nicht, wo der ist. Deshalb wundert mich das. Nein. Ich sehe es gerade. Sonst hätte ich jetzt gerade wirklich gesagt, okay, dann. Darf ich mal kurz wissen? Ich höre nur das Brummen. Alter Schwede, haarscharf, aber richtig haarscharf. Also hätten wir ruhig auf Bahnsteig 1... Okay, es... ja. Wir reden nicht drüber. Ich hau doch ab, ey. Wir reden nicht drüber, wir machen Folgendes. Jetzt wäre es ja möglich gewesen. Aber ich werde jetzt hier auch nicht irgendwie... Ich werde jetzt hier aber auch nicht irgendwie wieder zurücksetzen und alles von vorne machen, nur weil jetzt der Desiro da... Okay, dadurch, dass es für mich dann jetzt eh nicht mehr ganz einsichtig ist. Auf Wiedersehen. Das ist so ein typischer Weihnachtsfluch hier, den wir hier haben. So, wir fahren. Jetzt habe ich Lust darauf. Wir fahren einmal alles. Huch, wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich einmal pfeifen und Bremse lösen. Wir hätten echt seelenruhig auf Bahnsteig 3. Und einmal so rum. Okay, das machen wir. Machen es wahrscheinlich eh nochmal irgendwann. Nur ich fand es jetzt auch komisch, dass die Zero auf unser Gleis kommen. Also. Thank you.
kann ich mit dem Zug eh nicht. Das geht aber noch. Okay, das ging jetzt wirklich nur. Dieser Bahnsteig. Das ist ja jetzt natürlich einfach der Zusteiger halt. Nicht so, dass hier Leute einsteigen wollen. Hauptsache, die haben eine Beleuchtung innen drin, das reicht. Hier leider keine Zugschlusstafel, naja gut. Anscheinend sind hier alle drin. Mein Gott, ey, fahr doch bitte an. Wie jede andere Dampflok auch. Nicht immer dieses dumme Durchdrehen. Okay, hier hast du Sand. So, dann fahren wir jetzt noch das Stückchen nach Miltenberg und dann war's das auch. Fahren wir jetzt einfach mal weiter und hoffen, dass nichts mehr passiert.
natürlich wieder. Ist natürlich alles vorbei, weil ich gepennt habe. Ich mit dem Bahnhof tatsächlich auf der anderen Seite gerechnet habe. Aber von da kam er ja gerade. So. Können die dazu bleiben? So, ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Da jetzt auch nicht so aufgepasst habe, aber gut, aber gut, aber gut. Schaffner hat gepfiffen. Alles abfahrbereit. Eigentlich müssten wir jetzt die Geschwindigkeit langsam erreicht haben. Oder ab wann passiert das erst? Ja, jetzt. Am Main. Den Main nochmal. Sich nur vorsichtshalber schauen. Der ist auch auf der linken Seite. Okay. Immer doof mit diesem blöden Licht, du siehst nicht, wo die Tachonadel ist. Route entfernen. Route setzen, dann mal hier hin. Türchen hier wieder zu.
fahren wir weiter Richtung Klingenberg. Schön, so ein leichter Schneefall. Der Schnee hat, glaube ich, jetzt schon wieder aufgehört. Das Nikolausfahrt. So eng stehen. Ich habe mehr erwartet. Ja, Route entfernen. Eine neue Route setzen. Hier ist man nachschauen möchte. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Die Türen schließen automatisch.
Eigentlich dürfte da ja nichts passieren, weil wir behindern eigentlich niemanden. Wenn ich mir das jetzt schon so anschaue, der hat hier das Signal, der wird, oh Gott, der wird uns hier so auf den Keks gehen. Okay, anscheinend fährt er durch. Heißt, wir haben einen kleinen Halt. Ach komm, machen wir mal. So, hier sitzt natürlich keiner, ne? Ho, ho, ho. Sie sind sehr alt. Boah, wie leer der eigentlich ist. Ey, niemals im Leben würde Nikolauszug so leer sein. Okay, alle artig gewesen. Mutig bei der Kälte. Ja, ja. Ach, zuerst ist es eine Frau, aber es ist ein Mann. Ups. Gut. So, ganz schnell weiter. Hat keiner gesehen, ne? Ho, ho, ho. Nicht allerartig. Super, gut. Ich muss, glaube ich, aufs Klo, aber keine Ahnung. Schade, dass es nicht geht. So. Ho, ho, ho. Allerartig gewesen. Hier hast du. Hab vergessen, wie man Türen öffnet. Ho, ho, ho. Ihr wart artig, du warst artig, du auch. Ihr wart artig, du warst nicht artig. Ihr wart artig, okay, gut. Ach, ho, ho, ho. Ich genieße jetzt erstmal hier alles. Allerartig, Suppi. Allerartig, du nicht. Komm, mach mal dicht. So, ho, ho, ho. Das ist so leer, ne? Allerartig, Suppi. Das nur innerhalb vom Bahnhof. So. Allerartig, du auch. Du auch. Jetzt muss ich wieder gehen. So, jetzt machen wir hier Fototermin mit dem Nikolaus. Darf ich mich setzen? Danke. Willst du Knecht Ruprecht sein? Nicht? Okay. Okay, gut, ich stehe auch wieder. Jetzt kannst du echt auf den kleinen... Oh, der ist aber ganz schön flott. Oh ja, da muss ich ja wieder. So. Ich würde ihn schon mal hier hinsetzen. Was danach mit den Zügen ist, ist mir egal. Hauptsache, wir kommen durch. Muss ja nicht unbedingt ziehen. In 56 nach Wertheim. Okay. Oh, er fährt aber durch. Okay. Time ist aber... Oh. Der ist hinter uns, scheiße.
Oh, deswegen geht es dann anscheinend auch nicht weiter. Ist Verspätung vom anderen. Der Kollege hat Verspätung, da kann ich nichts für. Wir müssen warten. Wir haben eine planmäßig Abfahrt gehabt und naja, was mit dem Rest ist, da kann ich auch nichts für. Keine Außenkameras. Wann kommt da denn der Kleine? Der kleine Verspäter. Ich hoffe dann mal, dass wir abfahren können direkt. Da kommt er. Du willst mich doch jetzt aber nicht wirklich... Ich habe jetzt gedacht, er kommt auch noch auf unser Gleis. Ich wäre jetzt fast schon wieder ausgeflippt. So. Das darf natürlich nicht fehlen. Ach schade, Westfrankenbahn kann man nicht mehr lesen. Das ist nicht so ganz... Schön weiter nach Laudenbach in Richtung Miltenberg. Auch gerade, wir haben keine Leuchtung hinten, ne? Die ist wieder weg. Ich verstehe das manchmal echt nicht mit Schwänzen oder so. Komm, übertreib
Straßen in Fahrt. Wenn es das eigentlich gar nicht mehr viel nutzt. Diesmal sieht es so aus, als ob wir hier. Und die machen wir auch wieder auf. Klein Heubach. Und dann sind wir gleich auch in Miltenberg. Vielleicht um den Berg hochzukommen, ein bisschen sanden. Ja, wie dosiert das gemacht werden muss hier. Auf nach Kleinheubach, das war nur ja klar. Deswegen ist das im Dunkeln total doof. Du siehst nicht, was die Lok macht. Thank you.
Weihnachtsmarkt, also jetzt ausgedacht Weihnachtsmarkt, und Nikolaus war dann sowas. Ich guck. Ah, ich vergesse, ich bin ja von der Seite gucken. Ja. Guck mal, die stehen alle schon vor der geschlossenen Tür. Machen wir mal nicht auf. Und wir machen jetzt mal das Gepäck auf der Lauf. Ui, guck mal. Sitzen. Gleis 3. So. Auf nach Miltenberg. Mal gerne so schauen, weil jetzt ja noch schöner Dampf mit dabei ist. Sind wir ja wieder ein bisschen näher. RB88 nach Aschaffenburg, Burg. Noch mal ein bisschen näher. Ja, ich weiß, wir hören gleich auf, dann fahren wir jetzt gleich weiter direkt. Wir müssen halt ein schönes Foto finden, also einen schönen Fotopunkt finden. Ist immer noch nicht okay. Thank you.
sehr, wenn es dunkel ist, wenn du den Mann fährst. Mein Gott, ey, komm. Ist jetzt nicht allzu schwierig. Dass wir auf die 60 kommen. Tatsächlich haben wir Licht in den Wagen. Das wundert mich wirklich. Also, dass wirklich der Steuerwagen zuständig ist für das Licht, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ich möchte noch einmal kurz grünen Abschluss. Okay, wie auch immer das jetzt gerade passiert ist. Blödes Vollbild. Aber nochmal so. Sind wir jetzt auch endlich in Miltenberg angekommen. So, wir sind da, wir lassen alle raus. Beck natürlich auch. Es könnte passen, könnte aber auch nicht passen.
So, Route entfernen. Da kommt er auch gleich direkt angeschissen und wartet jetzt wahrscheinlich, weil er denkt, Mist. Ja. Der wartet vor Signal, weil er auf Platz 3 will, ne? Genau. Ja gut, die Lok ist aus meiner Sicht immer noch aus dem Creators Club. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wir machen einen Screenshot. Wir machen noch ein Foto. Dann würde ich mal sagen, das war's dann mit unserer kleinen Nikolausfahrt, die zum Weihnachtsmarkt führt und dann natürlich noch zu der Werksbesichtigung da in, oder Weihnachts irgendwas da an den Glanzstoffwerken. Weiß ich nicht, was wir da machen. Ja gut, das war jetzt eine etwas längere Fahrt. Ich hoffe trotzdem, sie hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, ein Abo oder ein Kommentar da, damit ich weiß, dass ihr sowas mögt, dass ihr es auch sehen wollt. Würde auf jeden Fall wirklich helfen. Aber gut, dann würde ich mal sagen, die Fahrgäste sind alle raus. Wir bleiben in diesem Fotomodus. Und ich sag einfach mal, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin, gute Fahrt und ciao.